So blöd sind Fußballer wirklich. Man hört immer wieder den allgemeinen Ton, dass Profis ohne Fußball auf der Straße landen würden. Wir gehen der Sache auf den Grund. Am Ende teste ich das Ganze sogar mit einem aktiven deutschen Fußballprofi. Schauen wir uns mal die folgenden Aussagen an. Peter Crouch wurde mal von einem Reporter gefragt, was er denn wäre, wenn er kein Profi geworden wäre. Seine Antwort: A Virgin. In einem anderen Interview hat Nils Petersen mal gesagt: Salopp gesprochen, verblöde ich seit 10 Jahren. Nee, im Ernst, das Interview sagt er quasi aus, dass Fußball an sich einen verblöden lässt. Das heißt also, wenn ein Raketenwissenschaftler anfängt, Fußball zu spielen, wird er am Ende seiner Karriere den IQ eines Faultiers haben. Arnautovic hat nach einem 4-2-Sieg mal gesagt: Das hätte auch 8-9-stellig ausgehen können. Offensichtlich ist Mathe ein Problem. Wir testen das an einem Fußballprofi. Vergiss nicht zu folgen. Bereit? Ja. 5068 plus 166 minus 5. 4.